Liebe Brüder und Schwestern, wir haben das Thema die Neuevangelisierung Europas, heute Morgen der erste Teil, die Neuevangelisierung Europas aus römisch-katholischer Sicht. Heute Mittag wird Bruder Nestvogel den zweiten Teil halten, die Neuevangelisierung Europas aus biblischer Sicht. Nun, ich habe 6 Abschnitte. Zunächst werde ich über Europa kurz sagen, die Gottlosigkeit in Europa. Dann die Frage, was heißt Mission und Evangelisation in der Bibel? Das werde ich nur kurz streifen, weil Bruder Nestvogel das ja ausführlicher darstellt. Dann zum Dritten, was kennzeichnet die römisch-katholische Kirche? Viertens, was versteht die römisch-katholische Kirche unter Neuevangelisierung und Einheit? Fünftens, wie reagieren führende Evangelikale auf den Anspruch Roms? Und sechstens, Europa, ist das ein christliches oder ein antichristliches Reich? Die Frage wird ja kaum gestellt in dem Zusammenhang. Zunächst einmal erstens Europa ohne Gott. Europa, das einstmals christliche Abendland, ist weithin atheistisch geworden. Im Unterschied zu anderen Erdteilen gibt es nur wenige Erweckungen. Immer mehr Menschen treten aus den Kirchen aus. Der Gottesdienstbesuch in den meisten europäischen Ländern hat spürbar nachgelassen. Statt Gottesfurcht und Gehorsam gegenüber den biblischen Geboten herrschen Egoismus, Genusssucht und die Geringschätzung des kranken, schwachen und ungeborenen menschlichen Lebens vor. Fremde Religionen und okkult-esoterische Praktiken breiten sich aus, so etwa Harry Potter oder auch Halloween, das in Deutschland, selbst im Land der Reformation, den Reformationstag immer mehr verdrängt hat. Es ist auch kaum zu übersehen, dass in Europa Moschee um Moschee und jetzt auch Hindu-Tempel gebaut werden. Nun, nicht anders sieht es auf der höchsten politischen Ebene Europas aus, bei der in historisch gesehen atemberaubendem Tempo zustande gekommen oder auch noch nicht zustande gekommenen, wie man es auch sehen will, europäischen Verfassung. In der am 29. Oktober 2004 auf dem römischen Kapitol unter einer Papststatue von den Regierungshäuptern Europas unterzeichneten europäischen Verfassung findet sich weder der Name Gottes noch sonst ein Bezug auf die eindeutige biblisch-christliche Lehre und Ethik. Stattdessen wird in der Tradition der antichristlichen französischen Revolution und der atheistischen Aufklärungsphilosophie lediglich schwammig geredet vom kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe oder Überlieferungen, die das europäische Gesicht kennzeichnen würden. Und anstelle der Herrschaft Gottes, die völlig ausgeblendet wird, beschwört man in geradezu blasphemischer Weise, wörtlich, die zentrale Stellung des Menschen. So in der EU-Charta, in der Präambel. Kirchen und Freikirchen haben immer wieder vor diesem Glaubensverlust gewarnt, auch die römisch-katholische Kirche. In seinem nachsynodalen apostolischen Schreiben Ecclesia in Europa, Kirche in Europa, aus dem Jahre 2003, beschrieb Papst Johannes Paul II. Die Situation mit folgenden Worten. Und ich werde öfters auch heute Zitate bringen, weil wir die Dinge auch belegen müssen, sonst wird uns sehr schnell Unsachlichkeit vorgeworfen. Also aus dem Zitat, aus der apostolischen Schrift, wie sich es nennt, Ecclesia in Europa, aus dem März 2003, folgendes Zitat. Der Verlust der Hoffnung hat seinen Grund in dem Versuch, eine Anthropologie ohne Gott und ohne Christus durchzusetzen. Diese Denkart hat dazu geführt, den Menschen als absoluten Mittelpunkt allen Seins zu betrachten, indem man ihn fälschlicherweise den Platz Gottes einnehmen ließ und dabei vergaß, dass nicht der Mensch Gott erschafft, sondern Gott den Menschen erschafft. Und weiter schreibt der Papst, das Vergessen Gottes hat zum Niedergang des Menschen geführt. Es wundert daher nicht, dass in diesem Kontext ein großer Freiraum für die Entwicklung des Nihilismus im philosophischen Bereich, des Relativismus im erkenntnistheoretischen und moralischen Bereich, des Pragmatismus und sogar des zynischen Hedonismus in der Gestalt des Alltagslebens entstanden ist. Die europäische Kultur erweckt den Eindruck einer schweigenden Apostasie seitens des satten Menschen, der lebt, als ob es Gott nicht gäbe. Zitat Ende.
kann jetzt nicht alle in der Kürze der Zeit alle Fremdwörter erklären, aber es geht darum, dass der Mensch sich ja selber auf den Thron gesetzt hat, in Genusssucht, in Verleugnung wirklicher gültiger Werte und in pragmatischem Handeln schwelgt. Das wird hier ausgedrückt in diesem päpstlichen Schreiben und ich denke, soweit können wir dem auch zustimmen, dieser Analyse. Und angesichts dieser Situation ist die Wiedergewinnung der in Europa lebenden Menschen, die sich überwiegend Christen nennen, aber es nicht sind, für den christlichen Glauben notwendig. Im Unterschied zur Mission unter Heiden spricht man bei dieser Neugewinnung von Namenschristen für den Glauben, spricht man von Neuevangelisierung oder auch Re-Evangelisation. Also Heidenmission und das andere ist die Neuevangelisierung von Namenschristen oder wie man es bezeichnen soll. Nun, nachfolgend skizziere ich zunächst einmal Mission und dann das katholische Verständnis, weil die Frage stellt sich ja und wird immer wieder so behauptet, sind denn nicht römisch-katholisches und evangelisches oder auch evangelikales Missionsverständnis nicht weitgehend deckungsgleich? So wird ja auch von evangelikalen Führern behauptet. Oder allgemeiner gesprochen, ist denn das, was uns gerade im Gegenüber zum atheistisch-antichristlichen Säkularismus, also zur Verweltlichung ohne Gott, die wir heute in Europa und auch anderswo erleben, ist es da nicht notwendig, dass wir sehen, dass das, was uns vereint, viel größer ist als das, was uns trennt? So wird auch immer wieder betont. Wir müssen doch zusammenstehen, wir sind nur so wenige geworden. Wir haben auch schon einiges darüber gehört von Bruder Keim. Nun, was heißt eigentlich Mission und Evangelisation in der Bibel? Nur ganz kurz. Mission, lateinisch Sendung. Sendung bezeichnet die Sendung der Jünger Jesu Christi zu allen Völkern, um ihnen das rettende Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Von der Verkündigung des Evangeliums, der guten Nachricht oder frohen Botschaft, leitet sich dann auch der Begriff Evangelisation ab. Die entscheidende Stelle Matthäus 28, Vers 18 bis 20 ist uns ja bekannt. Jesus trat zu seinen Jüngern, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, darum gehet hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das ist dieser wunderbare Missionsauftrag, den wir auch ausführen sollen und dürfen. Umstritten ist allerdings, wie Mission und Evangelisation konkret aussehen soll, welche Methoden, wir haben darüber auch schon einiges gehört. Umstritten ist, ob sie mit einem sozialpolitischen Auftrag verbunden ist. Das ist vor allem das Verständnis der politischen Theologie, etwa im Ökumenischen Rat, aber auch in der Lausanner Bewegung. Und es ist ja auch nicht völlig von der Hand zu weisen, dass auch Diakonie mit Mission verbunden ist. Allerdings die Frage, in welchem Kontext, in welchen politischen Einordnungen, ist das jetzt marxistisch und wie auch immer, diese Diskussion kennen wir ja aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Und umstritten ist auch, ob Mission einfach zu Christus führen soll, zu welchem Christus sie führt, ob es der Christus in der Hostie ist oder welcher Christus, oder ob sie auch den Neubekehrten zusätzlich mit einer bestimmten Kirche verankern soll, etwa dem mystischen Leib Christi, als den sich die katholische Kirche selber versteht. Und so kommen wir schon zum dritten Teil. Was kennzeichnet die römisch-katholische Kirche? Auch das kann ich nur skizzieren in wenigen Zitaten und Beispielen. Wir wollen den Kern betrachten des katholischen Kirchenverständnisses, um zu sehen, ob das mit der Bibel vereinbar ist oder nicht. Nun, die katholische Kirche lehrt über sich selber, dass sie als Institution der mystische Leib Christi ist. Der mystische Leib Christi. Und als solcher das Ursakrament, durch welches hindurch sich alle sieben Sakramente, die ja die katholische Kirche vertritt, entfaltet. Die Kirche ist der mystische Leib Christi. Sie bildet Christus nicht nur ab, sondern ist Christus selbst in neuer Gestalt. Im katholischen Katechismus Nummer 795 werden Augustin und Thomas von Aquin zitiert mit folgenden Sätzen. Lasst uns also jubeln und Dank sagen, dass wir nicht bloß Christen geworden sind, sondern Christus geworden sind als Kirche. Oder Haupt und Glieder sind gleichsam eine mystische Person.
Der Katechismus selber sagt, es besteht ein wunderbar tiefes Verbundensein aller Gläubigen mit Christus, ganz wie zwischen dem Haupt und den übrigen Gliedern eines Leibes. Zitat Ende. Natürlich, auch die Bibel spricht vom Leib, vom Haupt und den Gliedern. Aber im katholischen Verständnis geht es, wie gesagt, in die mystische Vereinigung hinein, vor allem durch die sakramentale Verschmelzung. Das Verbundensein geht so weit, dass sogar Christi Sühneleiden, ich zitiere, in seinem geheimnisvollen Leibe der Kirche erneuert, gleichsam fortgesetzt und vollendet wird. Und das ist der Kern, das eucharistische Wandlungsgeschehen. Diese Fortsetzung des Sühneleidens Christi, die Sühnegemeinschaft mit ihm, erfolgt insbesondere im eucharistischen Opfer, wie es auch heute genannt wird. Und das in Hebräer steht, Christus ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, ein für alle Mal die vollkommene Erlösung gebracht. Das wird nicht ernst genommen, sondern es wird immer wiederholt und Christus erneut millionenfach jedes Jahr geopfert. Auf katholischen Altären, in die übrigens Reliquien, also Knochen oder andere Reste verstorbener, sogenannter Heiliger, eingemauert sind, damit besondere magische Wunderkräfte daraus sich entfalten sollen. Und die Kirche nun, die diese Sühnegemeinschaft mit Christus durch das eucharistische Opfer in vollkommener Weise pflegt und die Vollzahl der Sakramente besitzt als einzige, ist die römisch-katholische. Gut, auch der orthodoxen Kirche gesteht man einen Teil der Erkenntnis zu, nur fehlt ihr eben das verbindende Petrusamt oder Papstamt. Es heißt in Neuner Ros, der Glaube der katholischen Kirche, Nummer beziehungsweise Seite 248, die katholische Kirche ist in Analogie zum Herrn selbst Ursakrament, das heißt, sie kann als die sichtbar und greifbar gewordene Gnade Gottes dem Menschen in Wort und Sakrament unfehlbar das Heil zusagen und vermitteln. Zitat Ende. Und weiter heißt es auf Seite 347 Neuner Ros, sie weist nicht nur auf das übernatürliche Heil hin, sondern sie ist, trotz aller menschlichen Schwäche und trotz Sünde, die Sichtbarkeit der göttlichen Gnade selbst. Zitat Ende. Und daraus folgt nun Folgendes, dass die Kirche definiert wird als die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Katholikos heißt ja allumfassend und hier wird die Einheit der Menschheit sogar abgebildet. Es wird gesagt, ich kann jetzt nicht alles durch Zitate in der Zeit belegen, aber es ist alles belegt in meinen Schriften und ich will es deshalb zusammenfassen. Die Einheit der Kirche, so wird gesagt, ist eine innere unsichtbare Größe. Sie ist aber auch eine sichtbare Größe, die ihre Zusammenfassung findet im Amt des Nachfolgers Petri, zumindest wird das behauptet, in der Bibel steht nirgends, dass Petrus einen Nachfolger haben wird, aber im Amt des Nachfolgers Petri als dem sichtbaren Haupt der Kirche auf Erden. Und nun die Kirchen, die von dieser sichtbaren Einheit zusammengefasst im eucharistischen Opfer und unter dem Haupt des Petrus bzw. Papstes noch getrennt sind, die Kirchen, die von dieser sichtbaren Einheit noch getrennt sind oder an dem Papstamt, diese streben doch mehr oder weniger auf das Ziel der katholischen Einheit hin. Sie streben also auf die katholische Einheit hin. Evangelisation heißt also, dass die ganze Menschheit und auch alle getrennten Gemeinschaften, die evangelischen sind ja nur Gemeinschaften, die orthodoxen werden auch als Teilkirchen anerkannt, weil sie das eucharistische Mysterium vertreten. Sie streben aber alle auf das Zentrum in Rom hin. Dazu ein Zitat, wer es nicht glauben sollte, aus Lumen Gentium, Abschnitt 8 vom Zweiten Vatikanischen Konzil, also aus dem 20. Jahrhundert. Ich zitiere, man muss genau hinhören, die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine heilige, katholische und apostolische bekennen, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist verwirklicht in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Die einzige. Dann heißt allerdings, das schließt nicht aus, dass außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen. Zitat Ende. Deshalb sprechen wir auch durchaus zutreffend von Rückkehrökumene. Also außerhalb gibt es
Elemente der Wahrheit und der Heiligung, aber die Fülle des sakramentalen Heils, des mystischen Leibes Christi, ist allein in der römisch-katholischen Kirche zusammengefasst unter dem Haupt des Papstes vorhanden. So wird also behauptet. Ich könnte dazu Ihnen noch viele Belege bringen, aber ich will es nicht jetzt zu ausführlich machen aus Zeitgründen. Wichtig ist allerdings beim Missionsgedanke noch Folgendes, und zwar ist da beim Zweiten Vatikanum eine gewisse Wandlung, ein Aggiornamento, eine Anpassung an die Moderne eingetreten, nämlich sagt man jetzt, dass auch die heidnischen Religionen Elemente der Wahrheit haben und dass auch diese hindringen letztendlich auf die Einheit in Rom. Und man hat also hier ein sehr offenes Verhältnis gewonnen in dieser Religionsökumene, die sich ja auch in Assisi dann in grauenerregender Weise gezeigt hat, nicht? Dass man mit Medizinmännern, Ahnengeisterverehrern, Feueranbetern sich getroffen hat, um zu beten für den Frieden. Das sind sich, denke ich, alle noch lebhaft vor Augen. Natürlich auch Moslems, Hindus, Buddhisten und so weiter, aber eben auch bis hin zu Zauberpriestern, die alle gebetet haben, in Anführungsstrichen, ihre Dämonen beschworen haben. Gott und Belial hat man zusammengeführt. Und das ist das neue Ökumene-Verständnis, das Johannes Paul II. Explizit favorisiert hat. Und ich denke, dass hinter das auch Josef Ratzinger alias Benedikt XVI. Nicht mehr zurück kann, selbst wenn er es wollte. Er war ja etwas kritischer dazu, aber er hat am Tag nach seiner Einführung als Papst sofort bekennen müssen, er wird auf diesen Bahnen weitergehen, die sein Vorgänger hier gelegt hat. Da dürfen wir auch uns keine Illusionen machen. Und dass er Hans Küng empfangen hat als einen der ersten Theologen, das hat selbst, denke ich, oder musste vielleicht selbst Vertreter einer Bekenntnisökumene ein Stück weit ernüchtern. Ich habe daraufhin den Hauptvertreter angeschrieben, gefragt, wie sehen Sie denn das, dass jetzt Hans Küng bei Ratzinger ist. Er hat mir dann nur die offizielle Verlautbarung des Vatikans zurückgeschickt und keine weitere Stellungnahme. Nun ja, es heißt zum Beispiel in Lumen Gentium, Zweites Vatikanum, das muss man genau mal hören, die Heilsabsicht umfasst auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Festhalten am Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einzigen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird. Ist das wirklich so? 1. Johannes 2, Vers 22. Wir müssen einfach nur mal diese Stelle dazu kurz lesen, die man sich sehr gut merken kann. 1. Johannesbrief 2, Vers 22, dreimal die 2. Da steht als Antwort auf solche Behauptungen: Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und was geschieht im Islam, im Koran? Es wird geleugnet, die Dreieinigkeit Gottes, dass Gott einen Sohn hat. Jesus sei nur ein Prophet, er sei nicht am Kreuz gestorben und, ja, sondern ein Doppelgänger und so weiter. Also, das ist also eine frevelhafte Übertretung des ersten Gebotes, wenn gesagt wird, das sei alles der gleiche Gott. Insofern natürlich Evangelisation ein sehr gespaltenes Verständnis, sowohl beim Ökumenischen Rat in Genf natürlich, aber auch im Vatikan. Spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, auch in diese Richtung, müssen wir zumindest einige Sätze oder mussten wir einige Sätze sagen. Nun bringe ich Ihnen noch einige Zitate unter dem Teil 4. Wie versteht nun die römisch-katholische Kirche Neuevangelisierung und Einheit? Um es gleich vorwegzunehmen, für die römisch-katholische Kirche kann Neuevangelisierung nur bedeuten Rückkehr zu Christus. Das klingt ja sehr gut und da jubeln auch unsere Allianzleute, wenn sie das hören. Sie sprechen doch auch von Christus und das brauchen wir und so weiter. Es wäre wunderbar, wenn es wirklich deckungsgleich wäre. Aber Rückkehr zu Christus heißt für die römisch-katholische Kirche nichts anderes als Rückkehr zu ihr selber, als Papstinstitution, weil sie ja der mystische Leib Christi sei, in der Fülle, verkörpert durch die 7 Sakramente, als Heilsmysterien, als Wandlungsgeschehen bei der Eucharistie und so weiter. Also Rückkehr zu Christus bedeutet für einen Katholiken immer automatisch Rückkehr zur römisch-katholischen Kirche unter dem Papst. Wer es noch nicht glaubt, ich zitiere aus aktuellen Verlautbarungen der 90er Jahre und der 2000er Jahre. Aus dem nachsynodalen Schreiben Ecclesia in Europa 2003, Abschnitt 18, wörtlich:
Die Quelle der Hoffnung für Europa und für die ganze Welt ist Christus und die Kirche ist der Kanal, durch den die Gnadenflut aus dem durchbohrten Herzen des Erlösers strömt und sich ausbreitet. Zitat Ende. So untrennbar auch hier. Und weiter aus der Enzyklika Ut Unum Sint, damit sie eins seien, von 1995, Abschnitt 9. An Christus glauben heißt, die Einheit wollen. Die Einheit wollen heißt, die Kirche wollen. Die Kirche wollen heißt, die Gnadengemeinschaft wollen, die dem Plan des Vaters von Ewigkeit her entspricht. Das also ist die Bedeutung des Gebetes Christi Ut Unum Sint. Zitat Ende. Gnadengemeinschaft heißt sakramentale Fülle aller sieben Sakramente. Und in Abschnitt 86 heißt es, die Konstitution Lumen Gentium schreibt in einer Grundsatzaussage, die das Dekret Unitatis Red Integratio aufgreift, dass die einzige Kirche Christi in der katholischen Kirche fortbesteht. Das Dekret über den Ökumenismus unterstreicht die Gegenwart der Fülle der Heilsmittel in ihr. Die volle Einheit wird dann Wirklichkeit werden, wenn alle an der Fülle der Heilsmittel teilhaben werden, die Christus seiner Kirche, Klammer auf, Rom, Klammer zu, sage ich jetzt, anvertraut hat. Wenn von der Kirche die Rede ist, ist immer Rom gemeint. Das ist vorausgesetzt in diesen Schreiben. Und das wird auch deutlich im Nachwort von Ut Unum Sint von Professor Remigius Bäumer mit folgenden Sätzen zitiert. Papst Pius XI. Veröffentlichte 1928 die Enzyklika Mortalium Animos über die wahre religiöse Einheit und betonte, und jetzt kommt ein Papstzitat, die Einheit, wie Christus sie will, kann nicht mit, sondern nur in der katholischen Kirche wiederhergestellt werden. Nochmal, die Einheit, wie Christus sie will, kann nicht mit der katholischen Kirche, sondern nur in der katholischen Kirche wiederhergestellt werden. Haben wir es verstanden? Deshalb gibt es nur die Rückkehrökumene. Und viel Wirbel hat ja dann auch das Papier Dominus Jesus aus dem Jahre 2000 ausgelöst, weil man schon dachte nach der gemeinsamen Erklärung, die ja selber nicht unterschrieben wurde, es wurde ja nur dieser Kommentar unterschrieben, die gemeinsame offizielle Feststellung dazu, auf Vermittlung von damals Kardinal Ratzinger und Bischof Friedrich und anderen und Hanselmann. Jedenfalls, man hat nur diesen Kommentar unterschrieben und dann kam Dominus Jesus, da hat die katholische Kirche nochmal gewaltig zurückgesteuert in den Augen der Lutheraner. Und da heißt es nun, und das hat nun viel Ärgernis hervorgerufen, wie es nur einen einzigen Christus gibt, so gibt es nur einen einzigen Leib Christi, eine einzige Braut Christi, die eine alleinige katholische und apostolische Kirche. Es gibt also eine einzige Kirche Christi, die in der katholischen Kirche subsistiert und vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Die Kirchen, die zwar nicht in vollkommener Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, aber durch engste Bande wie die apostolische Sukzession und die gültige Eucharistie mit ihr verbunden bleiben, sind echte Teilkirchen. Damit, sage ich jetzt, sind vor allem die Orthodoxen gemeint. Die haben auch das Wandlungsgeschehen und haben auch diese bischöfliche Reihenfolge, diese apostolische Sukzession, das sind Teilkirchen. Aber dann heißt es, die kirchlichen Gemeinschaften hingegen, die den gültigen Episkopat, also das Bischofsamt, und die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben, und damit sind vor allem die protestantischen Kirchen und Freikirchen gemeint. Und jetzt kommt dieser Stein des Anstoßes. Diese sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinn. Ja, aber sie seien durch die Taufe trotzdem Christus eingegliedert und hätten noch die Chance, nach Rom zu kommen und so weiter. Und das erleben wir jetzt auch in den evangelikalen Kreisen. Wir sind zwar angeblich nicht Kirchen im eigentlichen Sinn, sprich im katholischen Sinn, aber wir sind getrennte Brüder, die die Chance haben, zur Fülle der Heilsmittel zurückzukehren. Rückkehr Ökumene nach Rom. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle einmal einen der Glaubenszeugen der Bekenntnisbewegung hören. Professor Helmut Frey aus dem Jahr 1974, ich weiß nicht, ob jemand dabei war, hat er verschiedene Vorträge gehalten unter dem Thema, hat sich in Rom etwas grundsätzlich geändert nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. War jemand da dabei? Kannst du dich erinnern? 74. Niemand von den hier Versammelten.
Und er hat ganz klar deutlich gemacht, Rom hat sich nicht geändert durch das Zweite Vatikanum. Es hat sich zwar etwas mehr geöffnet, die Arme noch weiter ausgestreckt zur Welt hin, aber nur um alle in seinen Schoß zu holen, bis hin zu den heidnischen Religionen. Also eine ungeheuer aufsaugfähige Religion, um nicht zu sagen, die große Hure, die mit allen sich verbinden kann, Offenbarung 17. Mir kommt immer wieder diese Beobachtung, wir werden es am Schluss auch noch beleuchten. Aber ich möchte nicht nur meine Meinung wiedergeben, sondern einen der Glaubensväter einmal zu Wort kommen lassen, Professor Helmut Frey, Bielefeld. Er sagte damals, im Katholizismus nimmt Jesus eine andere Stellung ein als in der Bibel. Zwar steht Jesus offiziell in der Mitte, aber weil die Bedeutung seines Kreuzestodes nicht in der Tiefe erkannt wird, weil der Schluss aus der Einmaligkeit, Abgeschlossenheit und Allgenügsamkeit seines Erlösungswerkes nicht gezogen wird, wird er selbst durch Zwischeninstanzen, in den Herzen der Menschen aus der Mitte gedrängt. Und zwar durch die Kirche, die als zweite Ursache sein Werk auf Erden fortführt. Also ich habe ja gesagt, das Opfer wird dauernd wiederholt. Durch den Papst, der Christi Person auf Erden vertritt, durch Maria, die Christus im Himmel umstimmt, ja, sie soll ihn ja umstimmen, wir können ja nicht direkt angeblich zu Jesus beten, sondern nur über Maria und die Heiligen und solche Lehren. Weiter, durch Heilige, die als kleine Schutzgötter geduldet werden. Früher waren das ja die Gottheiten im Griechentum und Römertum und später hat man dann die Schutzheiligen an ihre Stelle gesetzt. Und weiter, durch ihre Verdienste der Heiligen und die Handlungen der Priester, die uns Beistand leisten, aber Christi Hoheit wie seine Liebe werden verdunkelt. Soweit dieser Professor Helmut Frey, der das in sehr deutlichen Worten gesagt hat. Er spricht sogar, weil hier auch wieder der alte Bund aufgerichtet wird durch das Priestertum, durch ein Amtspriestertum, von einem Rückfall und auch von einem Eintritt ins Antichristentum. Nun die Frage aber, wie reagieren heute führende Evangelikale auf den Anspruch Roms? Es geht ja um gemeinsame Mission, wird immer wieder gesagt. Und wir können es auch rein menschlich gesprochen durchaus verstehen, aus rein menschlicher Sicht. Natürlich sind wir eine kleine Schar geworden. Natürlich hat man den Eindruck, wir müssen uns verbünden. Das geht ja bei der Allianz inzwischen bis hin zur UNO. Ist uns das klar? Da ist ja ein Riesenkrach zurzeit bei der Evangelischen Allianz, weil man jetzt mit der UNO zusammenarbeitet, mit den Millenniumszielen, den Hunger zu bekämpfen und die Ausbeutung. Und man hat sogar unterschrieben, das ist ein Topic ausführlich belegt, im Neuen auch wieder oder im Letzten, dass man sich auch für sichere Abtreibung da jetzt einsetzt bei der UNO. Und man hat all diese Verträge unterschrieben und viele haben es noch nicht kapiert und es ist jetzt eine Diskussion auch innerhalb der Allianzkreise. Und um die AIDS einzudämmen, muss man auch Kondome mit verteilen und. Ich sage nur, was da alles, wie da auch unsere Brüder, wenn wir sie noch so nennen wollen, sich haben über den Tisch ziehen lassen zum Teil. Und da ist jetzt ein Riesenkrach innerhalb der Allianz, nicht nur von außerhalb. Und es geht schleichend immer weiter zur Welteinheit. Nun, deshalb wundert es uns nicht, wenn man nun sehen, wie führende Evangelikale auf den Anspruch Roms reagieren. Mir fällt es immer wieder schwer, wenn ich Namen nennen muss, und es soll auch jetzt keine Verurteilung von Personen sein. Unser aller Erkenntnis ist Stückwerk, aber doch müssen wir da, wo Dinge ganz klar in eine falsche Richtung gehen, um der Gemeinde Jesu willen auch manchmal Namen nennen. Wir versuchen es aber in aller Sachlichkeit zu tun, ohne jetzt falsche Polemik oder Ähnliches. Ich möchte also zunächst sagen, dass warnende Stimmen, wie die eben zitierte von Professor Helmut Frey, heute selten geworden sind. Führende Evangelische und Evangelikale sind offenbar zunehmend bereit, der Evangelisation oberste Priorität einzuräumen. Ein Satz, den man oft hört. Und man will dabei oder übersieht dabei die schwerwiegenden Irrtümer und Irrlehren, welche sich nach wie vor ja im 20. und 21. Jahrhundert sogar noch vermehrt in der römisch-katholischen Kirche finden. Es gab zur Zeit Luthers nicht so viele Irrlehren in Rom wie heute. Ist uns das bewusst? Wann kam denn das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit? 1870, 71. Als der Vatikanstaat zusammenbrach, hat man die Macht ungeheuer ins Geistige sozusagen gesteigert. Anspruch auf die Menschenseelen. Und als Gegenreaktion.
und die Sätze von der unbefleckten Empfängnis und Himmelfahrt Mariens auch im 19. Jahrhundert und das letzte Dogma Himmelfahrt Marias erst 1950. Diese Dogmen also ganz neu und sie besitzen keinerlei Basis in der Heiligen Schrift. Genauso wenig wie der Ablass, also der Erlass zeitlicher Strafen im Fegefeuer, das es überhaupt gar nicht gibt, von dem abgesehen Fegefeuer. Also der Ablass, der wurde nicht nur von Tetzel im 16. Jahrhundert verkündigt, sondern auch von wem? Im Jahr 2005. Von Benedikt dem 16. Für alle, die nach Köln fahren und da noch Bußleistungen bringen, die bekommen dann einen Ablass. Ich glaube sogar einen Generalablass, müssen dann gar nicht mehr durchs Fegefeuer. Also es ist unglaublich, wie Menschen, die sich eine gewisse Rolle anmaßen, über das Seelenheil von Menschen, von anderen Menschen hier befinden wollen. Und dennoch, obwohl das so ist, ist in den letzten Jahrzehnten weltweit die Tür zwischen den verschiedenen Konfessionen und so auch zwischen Evangelikalen und Rom immer weiter geöffnet worden. Zum Beispiel durch den berühmten und durchaus auch verdienstvollen Evangelisten Billy Graham, der allerdings immer mehr die Zusammenarbeit auch mit liberalen Kirchen und mit dem Vatikan gesucht hat und den Papst als einen seiner engsten Freunde bezeichnet, Johannes Paul II. Und sicher auch den neuen Papst. Und auch durch die von Billy Graham maßgeblich inspirierte internationale Lausanner Bewegung, geht ja wesentlich auf Graham und seinen Geist zurück, ist diese ökumenische Weite bereits in den 70er und 80er Jahren hineingekommen. Der Missionswissenschaftler Dr. Friedemann Walldorf von der FTA Gießen hat eine Doktorarbeit geschrieben über das heutige Thema, die Neuevangelisierung Europas. Die ist beim Brunnen Verlag erschienen. Ich habe sie auch im Vorfeld ausführlich studiert und werde auch einige Zitate bringen. Muss allerdings sagen, zu meiner Trauer, dass Walldorf selber leider, es ist ein früherer Kollege von mir, aber dass er inzwischen auch nicht mehr ganz klar in dieser Ökumene-Frage steht, obwohl er in seiner Doktorarbeit selber diese Dinge noch überwiegend kritisch beurteilt. Gerade hat mir Bruder Nestvogel einen Artikel gegeben, auch von Friedemann Walldorf, wo er sich also für diese Evangelisationskonzepte mit ökumenischer Zusammenarbeit ausspricht. Aber trotzdem bemerkenswerte Zitate aus seiner Doktorarbeit, wo er das noch klar ablehnt. Wir wollen über niemanden hier urteilen, aber ich möchte es einfach zitieren. Walldorf schreibt auf Seite 254 über Manila, den zweiten Lausanner Kongress 1989, folgendes. Dabei erhebt man in Manila nicht den anmaßenden Anspruch, dass die weltweite Gemeinde und die evangelikale Gemeinschaft identisch seien und öffnet damit grundsätzlich die Tür zur Zusammenarbeit mit allen christlichen Denominationen, einschließlich der römisch-katholischen und orthodoxen Kirche, bereits 1989 in Manila. Und weiter, man hält aber gleichzeitig sozusagen als Kriterium für den Begriff der ganzen Gemeinde eine gemeinsame Verpflichtung gegenüber der biblischen Botschaft fest. Zitat Ende. Wir wissen alle, dass die biblische Botschaft ein weiter Rahmen sein kann. Ja? Auch Rom kann sich darauf berufen, aber sie fügen natürlich dann noch die Tradition und die unfehlbare Auslegung durch das Petrusamt hinzu, wie wir wissen. Nun, der ökumenische Impuls ging also aus vom ökumenischen Weltrat der Kirchen, Genf. Er ging aus vom Vatikan, auch, beziehungsweise Vatikan hat sich dem zunehmend geöffnet, und er ging auch aus schon sehr früh von der Lausanner Bewegung. Ist uns vielleicht gar nicht so bewusst gewesen in Deutschland zunächst. Und dieser ökumenische Impuls hat inzwischen in Deutschland ebenso die meisten evangelikalen Dachverbände, wenn nicht sogar alle, erfasst. Vor allem die Evangelische Allianz, den Gnadauer Gemeinschaftsverband und die Vereinigung evangelischer Freikirchen, Baptisten und Brüdergemeinden und so weiter. Das wurde in mehreren Veröffentlichungen nachgewiesen, etwa Projekt Einheit, der fremde Agent, Pietismus wohin. Ich kann nur auf die Titel hinweisen, nun aus Zeitgründen. Herbert Becker kann vielleicht nachher dazu noch was sagen. Im Unterschied zu Ökumene-Bestrebungen theologisch-liberaler Kreise, zum Beispiel des Genfer Weltkirchenrats, die meist politisch und interreligiös orientiert sind, spricht man, es wurde schon erwähnt, neuerdings im evangelikalen Raum von einer christozentrischen, also auf Christus zentrierten Bekenntnisökumene. Ganz aktueller Begriff. Und was darunter zu verstehen ist, wird in Beiträgen insbesondere der Zeitschrift Diakrisis, das soll zu Deutsch heißen Geisterunterscheidung, verdeutlicht.
Herausgegeben wird die Zeitschrift vom Theologischen Konvent der Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den evangelischen Kirchen Deutschlands in Verbindung mit der Internationalen Konferenz Bekennender Gemeinschaften. In Diakrisis Nummer 4 2004 ist der beim ersten ökumenischen Bekenntniskonvent verabschiedete Freudenstädter Aufruf zum Thema der christliche Glaube und die Zukunft Europas abgedruckt. Darin wird zu Recht der geistliche Niedergang Europas beklagt und die Neuevangelisierung dieses immer gottloser gewordenen Kontinents eingefordert. In diesem Zusammenhang wird wörtlich betont, ich zitiere, unerlässlich für uns Christen Europas ist es, zu den Quellen unseres gemeinsamen Glaubens zurückzukehren und ihn wirklich so zu leben, dass er von unseren Mitbürgern als Zeugnis begriffen werden kann. Leider haben auch die kriegerisch verschärften konfessionellen Zerwürfnisse zum geistlichen Niedergang Europas beigetragen. Darum gilt es heute, die Mitschuld der Kirchen daran einzugestehen und sich im gemeinsamen Forschen nach der biblischen Wahrheit zu einigen. Alle, die an Jesus Christus glauben, sollten sich unbeschadet ihrer unterschiedlichen konfessionellen Zugehörigkeit und Prägung zu einer Gemeinschaft des Betens und Bekennens zusammenschließen. Eine solche Bekenntnisökumene zeichnet sich gegenüber sonstigen, vielfach nivellierenden ökumenischen Bestrebungen aus durch Treue zum authentischen christlichen Glauben, gerade auch um eine gemeinsame Front zu bilden gegen antichristliche Geistesströmungen, die in alle konfessionellen Traditionen eindringen. Zitat Ende. Das klingt ja sehr überzeugend, ja, wenn man das jetzt so hört. Wir müssen gemeinsam kämpfen gegen den Antichristen, auch frei nach Solowjews Vision, wo sich ja die Bekennenden aus orthodoxen Katholiken und Protestanten sammeln gegen die abgefallenen großen Teile aus orthodoxen Protestanten und Katholiken. Also man spricht hier auch von einer Querspaltung quer durch die Konfessionen hindurch. Diese Vision hatte ja der Religionsphilosoph Solowjew im Jahre 1900 in seiner letzten Schrift Kurze Erzählung vom Antichrist niedergeschrieben. Und das spielte auch eine große Rolle bei diesem Kongress. Ein Vortrag der Philosophieprofessorin Edith Düsing über Solowjews Vision wurde dort auch gehalten. Und auch über Nietzsches Vision übrigens. Nun, es heißt hier auch so schön, alle, die an Jesus Christus glauben. Wobei wir nach dem, was wir schon gehört haben, gleich die Frage stellen müssen, glauben denn alle an den gleichen Christus? Katholiken und Protestanten und bibeltreue Christen. Die liberalen Protestanten glauben an den Befreiungsprediger, die Katholiken glauben an den mystischen Christus in der Kirche, in der Hostie, und bibeltreue Christen glauben an den lebendigen Erlöser, der uns am Kreuz von Golgatha versöhnt hat. Aber nicht so, dass wir immer wieder ihn opfern müssten auf dem Altar, sondern dass wir im Glauben, im vertrauensvollen Annehmen dieses Opfers Jesus Christus begegnen dürfen, dass er der Herr und Heiland unseres Lebens wird. Ich denke, das sind große Unterschiede. Der lebendige Sohn Gottes, nicht ein Prophet nur oder ein Friedensprediger, sondern eben der lebendige Sohn Gottes in einzigartiger Weise. Auch keine mystische Wandlung von Hostien und Ähnliches, sondern die Gegenwart des Herrn beim Abendmahl, aber nicht durch Wandlung, wie es im magischen Verständnis oder im sakramentalistisch-magischen Verständnis gedeutet wird. Auf die Abendmahlsfrage möchte ich jetzt aber hier nicht ausführlicher eingehen. Jedenfalls noch ein weiteres Zitat. Es gab jetzt eine Fortsetzung in Diakrisis Nummer 3 2005. Da wurde von führenden evangelikalen Persönlichkeiten ein Aufruf unterschrieben, eine Erklärung mit dem Titel Christozentrische Bekenntnisökumene. Und da wurde in verschiedenen Thesen das noch weiter ausgeführt. Es geht also immer weiter und auch der nächste Bekenntniskonvent wird übrigens nicht in Freudenstadt stattfinden, sondern dreimal dürfen Sie raten, im Zentrum der Deutschen Evangelischen Allianz in Bad Blankenburg. Und da sind ja dann bekanntlich katholische und orthodoxe Bischöfe auch dabei, wie es in Freudenstadt auch der Fall war. Die Vernetzung geht weiter von jener Seite. Und nun wird erklärt in der Nummer 3, Diakrisis, ich zitiere, Bekenntnisökumene hat ihre theologische Basis im gemeinsamen Bekenntnis zur Inspiration, Einheit und Autorität der Heiligen Schrift in allen Fragen des Glaubens, der Lehre und der Ethik sowie zur Gültigkeit der ökumenischen Symbole, das heißt des Apostolikums und des Nizänums. Und dann wird gesagt, dass die Lehrdifferenzen zwischen den Konfessionen viel geringer sind als der gemeinsame Glaubensschatz. Zitat Ende. Wir können nur sagen, schön wäre es. Ja.
Aber wir haben gesehen, die sind noch größer geworden, die Differenzen. Wir wünschen es uns nicht, aber wir stellen es fest. Und wenn wir uns nach Rom ziehen lassen, dann kommen wir in diese Irrlehren hinein, ob wir es merken oder nicht. Von wem wurde nun diese Erklärung unterschrieben? Diese Erklärung christozentrische Bekenntnisökumene. Ich meine jetzt nicht den Freudenstelleraufruf, sondern noch die weitergehendere Erklärung. Zum Beispiel von Bischof im Ruhestand Oskar Sagrowski, der allerdings, wie auch Bruder Keim sagt, schon sehr alt ist. Dann von dem Initiator der Bekenntnisökumene, Professor Dr. Peter Beierhaus. Er ist auch Dozent an der katholischen Gustav-Siebert-Akademie und Mitglied des Johanniterordens. Von Professor Horst Beck, Dozent auch an der katholischen Gustav-Siebert-Akademie. Ich nenne jetzt als nur die evangelischen Unterzeichner. Es gibt auch katholische und orthodoxe, auch Bischöfe, die das unterschrieben haben. Dann von Pastor Burkhard Affeld aus Osnabrück, von Pfarrer Dr. Helmut Burkhard aus St. Grishona, CTL, von Pastor Jürgen Distelmann, Hochkirchliche Vereinigung Braunschweig, von Frau Professor Dr. Edith Düsing, die gleichzeitig an der Freien Theologischen Akademie Gießen lehrt und an der katholischen Gustav-Siebert-Akademie, von Kirchenrat Albrecht Hauser, von Bischof in Ruhestand Heinrich Hermanns aus Schaumburg-Lippe, von Rosmarie Holland aus Tübingen, von Pfarrer Dr. Friedrich Wilhelm Künnet, Charismatische Bewegung München, von Pastor Dr. Erich Luban, früherer Hausvater der Langensteinbacher Höhe, von Dr. Karl-Heinz Michel, Jesusbruderschaft Gnadental, die ja ganz strikt ökumenisch ist, von Dozent Dr. Werner Neuer, St. Grishona, CTL, von Professor Dr. Lutz von Pattberg, Freie Theologische Akademie Gießen und Johanniterorden, von Pastor Ulrich Rüss, Vorsitzender der Konferenz Bekennender Gemeinschaften und Mitglied des Johanniterordens, von Kirchenrat Dr. Rolf Sauerzapf, neuer Leiter des Theologischen Konvents, Vorsitzender der Hilfsaktion Märtyrerkirche und der Preußenstiftung und Mitglied des Johanniterordens, und von Pastor Kai-Uwe Schröter, Leiter des Geistlichen Rüstzentrums Grelingen, der übrigens auch gesagt hat in seinem Vortrag bei Bekenntniskonvent in Grelingen, dass er schon öfters die Eucharistie empfangen hat. Und er war auch bei der Einführung des Opus Dei Gründers, bei der Heiligsprechung im Vatikan eingeladen. Wir sagen das jetzt nicht, um Leute schlecht zu machen oder anzugreifen, aber die Gemeinde muss wissen, wo ihre Hirten stehen. Nur deshalb sage ich es. Und ich möchte mich auch nicht über diese genannten Männer oder Frauen stellen, sondern ich weiß auch um meine eigene Fehlbarkeit und Schwachheit. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Ich hatte übrigens mit Professor Beierhaus vor einem halben Jahr ein Gespräch. Da ging es um persönliche Dinge, persönliche Konflikte auszuräumen. Über diese ökumenischen Fragen haben wir nur am Rande geredet. Und da hat es auch keine Annäherung gegeben, wenn das jemand falsch verstanden haben sollte. Deshalb möchte ich das hier betonen. Und ich habe tatsächlich mal eine Schrift über Solovjev geschrieben. Ende der 80er Jahre, habe sie aber auf Anraten von Brüdern nie veröffentlicht, die damals schon durchschaut hatten, dass diese Vision von Solovjev auf spiritistische Eingebungen zurückgeht. Damals hat mich zum Beispiel der Bruder Seibel vor dieser Veröffentlichung sehr eindrücklich gewarnt. Ich darf das einfach unter uns einmal so erwähnen. Nun, das sage ich nur, weil betont wird, weil behauptet wird, ich sei auch ein Anhänger von Solovjev, weil ich damals in den 80er Jahren diese Schrift verfasst habe, aber ich habe sie nie veröffentlicht. Ist ein Unterschied. Ja. Ich möchte das jetzt nicht weiter vertiefen. Übrigens stellt selbst Professor Beierhaus, der Motor der Bekenntnisökumene, Folgendes fest. Und zwar auch in Diakrisis, und das finde ich sehr offen und ehrlich, dass er sagt, ich zitiere, jedoch gibt es zwischen den konfessionellen Konzeptionen auch gravierende Unterschiede, schreibt er selber in einem neueren Heft, und zwar in der Nummer 1 2005. Und Beierhaus selber sagt, der heutige Papst ist unbeirrbar geleitet, damit meint er allerdings nur Johannes Paul II., von seiner Vision eines in neuer Gestalt wiederhergestellten christlichen Abendlandes, das unter den Fittichen der römisch-katholischen Kirche innerlich vereint sein wird. Es geht ihm dabei auch ganz wesentlich um Durchdringung der Kultur und der Institutionen mit dem Geist des Evangeliums, und er erhofft sich davon die Aufrichtung einer Zivilisation der Liebe im mit hoher Erwartung angegangenen dritten Millennium. Es sei dahingestellt, inwieweit alle Kurienkardinäle seine chiliastische Vision teilen. Manche mögen, wie ich, hier den eschatologischen Vorbehalt vermissen. Auf evangelikaler Seite, so schreibt Beierhaus weiter, steht dieser kooperativen Schau entsprechend der pietistischen Tradition eine eher personale, um nicht zu sagen individualistische Sicht der Evangelisationsaufgabe gegenüber.
Bei den Ultraevangelikalen brandmarkt man schon eine Beteiligung auch nur einzelner Katholiken an Großevangelisationen wie Pro Christ als Glaubensverrat. Zitat Ende. Also Professor Beierhaus unterscheidet hier zwischen der Vision des Papstes, die ja auch doch wohl noch etwas distanziert sieht, dieses christliche Abendland, aber dann auch die evangelikale Sicht, die mehr individualistisch sei, also Einzelbekehrung, nicht Volksbekehrung durch Massentaufen. Und dann, und das sind wohl wir gemeint, denke ich zum Teil, die wir hier sind, die Ultra-Evangelikalen, das sind die, die sich dieser ökumenischen Vereinigung verweigern und die sozusagen als rückständig und noch im Zeitalter der Konfessionskriege stehend angesehen und auch bezeichnet werden, so wörtlich. Wir leben also angeblich noch im Zeitalter der Konfessionskriege. Ich möchte sagen, dass ich gegen niemand Krieg führen möchte, aber wir müssen doch klar die Geister prüfen, ob sie von Gott sind. Darum geht es, gerade im apologetischen Auftrag. Ich bin ja auch tätig im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft für religiöse Fragen. Es sind auch Brüder hier aus unserem Vorstand, die haben auch hier einen Büchertisch aufgebaut. Also wir setzen uns mit Sekten, Weltanschauungen auseinander, Lehren, wo wir es von der Schrift ganz klar als Irrlehre erkennen müssen. Da müssen wir auch rufen und da mögen auch andere Verständnis haben und auch für uns beten, dass wir auch hier im biblischen Rahmen bleiben. Nun, trotz dieser zutreffenden Unterscheidung, die auch Peter Beierhaus vornimmt, meint er dann allerdings in Diakrisis Nummer 1 2005, dass zumindest im Blick auf die zentrale Aufgabe der christologischen Heilsverkündigung es eine wesentliche evangelisch-katholische und sicher auch orthodoxe Gemeinsamkeit gäbe, so wörtlich. Aber wir haben gesehen, dass gerade bezüglich Christus große Differenzen sind. Ja, das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Also das ist, denke ich, eine Illusion. Insofern ist auch diese Bekenntnisökumene eine Illusion. Das stellt selbst Waldorf fest in seiner Dissertation, wenn er sagt, das Konzept der Neuevangelisierung ändert leider nichts an diesem sakramentalistischen Missverständnis der Heilsvermittlung. Eine weitere Problematik der kirchlichen Ausrichtung des katholischen Ansatzes der Neuevangelisierung sehe ich darin, dass Institution und Tradition der römisch-katholischen Kirche zum alles bestimmenden Faktor werden. Und weiter sagt er, dass alles praktisch an das Lehramt gebunden wird. Und das hat er zumindest in seiner Doktorarbeit auch kritisch erwähnt. Nun kommen wir zum letzten Kapitel. Ich denke, es bleibt mir noch 20 Minuten, wenn ich es richtig sehe. Europa, ein christliches oder antichristliches Reich, das sechste Kapitel. Europa, ein christliches oder antichristliches Reich, Fragezeichen. Nun, die römisch-katholische Kirche vertritt im Innersten den europäischen Reichsgedanken, das heißt die Identifikation von Christentum als abendländisch-religiöse Größe verstanden und europäischer Identität. Sie vertritt die Wiederbelebung des heiligen römischen Reiches deutscher Nation bzw. nun auf europäischer Ebene. Im Rahmen dieser Zielsetzung arbeitet Rom auch mit der Pan-Europa-Union zusammen. Wer hat den Begriff schon einmal gehört? Ja, und wer weiß auch, wer der langjährige Präsident, Europapräsident war? Seine kaiserliche Hoheit Otto von Habsburg, der übrigens auch als Redner eingeladen war, allerdings nicht kommen konnte, beim Europäischen Bekenntnis, Ökumenischen Bekenntniskonvent in Freudenstadt. Otto von Habsburg war vom Jahre 1930 bis 2000 Chef und Souverän des Ordens vom Goldenen Vlies. Der Orden vom Goldenen Vlies ist, so wörtlich im Internet nachzulesen, der Jungfrau Maria gewidmet. Sein Ziel ist die Erhaltung des katholischen Glaubens, der Schutz der Kirche und die Wahrung der unbefleckten Ehre des Rittertums. Zitat Ende. Die Eingeweihten werden verstehen, was sich dahinter verbirgt. Wie Otto von Habsburg, so vertreten auch die letzten Päpste, namentlich der politisch sehr einflussreiche Johannes Paul II., geradezu eine Europa-Mystik. Europa als eine Art Gottheit. Ist uns das bewusst? Es ist ja ursprünglich die phönizische Königstochter Europa, die von Zeus, dem griechischen Obergott, entführt und geschwängert wird auf Kreta. Und das ist der Anfang der Namensgebung für Europa. Diese Königstochter Europa durch Ehebruch, durch Unzucht praktisch sind diese Anfänge in der Mythologie gekennzeichnet. Und diese Europamystik ist nun so, dass allerdings
jetzt nicht mit dieser Göttin oder Königstochter Europa so stark zunächst, sondern mehr so, dass Europa als getaufter Kontinent verstanden wird. Durch die Volkstaufen, die Massentaufen, die Zwangstaufen, die ja durch verschiedene Fürsten und Kaiser und Päpste durchgeführt wurden. So schreibt unter anderem auch Friedemann Waldorf in seiner schon erwähnten Dissertation, ich zitiere, hier wird deutlich, dass der Papst Europa als im Innenraum der Kathedrale befindlich ansieht. Hier entsteht aus der Verbindung der geschichtlich-kulturellen Prägung Europas mit dem Sakrament der Taufe eine sakramental-kulturelle Begründung für die Katholizität Europas. Man könnte hier von einer sakramentalen Europamystik des Papstes sprechen, bei der Europa quasi personifiziert als getauft und damit zur Kirche gehörig angesehen wird. Zitat Ende. Hat das nun was zu tun mit der persönlichen Bekehrung und Wiedergeburt, von der die Bibel spricht? Das kann man so nicht einfach zusammenbinden. Natürlich können viele zum Glauben gekommen sein und ich habe auch gar nichts dagegen, wenn noch christliche Werte auch unser Land noch teilweise prägen, verstehen Sie mich da richtig. Aber es ist doch ein Unterschied zwischen Namenschristentum oder einer bloßen Taufe, aber wenn der rettende Glaube fehlt, dann ist das alles nichts. Und was sagt nun Rom über Europa? Wir müssen dazu auch noch einen Blick werfen. Hier auch wieder aus dem synodalen Schreiben Ecclesia in Europa. Und da kommen einige erstaunliche Begriffe vor, die auch für die Eingeweihten sehr vielsagend sind. In Abschnitt 102 heißt es, ein friedliches Zusammenleben und ein Austausch der jeweiligen inneren Reichtümer wird den Aufbau eines Europa möglich machen, das gemeinsames Haus zu sein versteht, in das jeder aufgenommen werden kann, in dem keiner diskriminiert wird und alle als Mitglieder einer einzigen großen Familie behandelt werden und verantwortungsvoll leben. Zitat Ende. So der Vatikan. Der Begriff vom gemeinsamen Haus, von der Nichtdiskriminierung und von der einzigen großen Familie. Es begegnen uns hier, ich muss einmal so deutlich sagen, freimaurerische Begriffe. Und Erich Brüning hat ja zum Beispiel auch nachgewiesen, dass sehr starke freimaurische Einflüsse seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil da sind. In Rom, in seinem Buch Der fremde Agent ist das ausgeführt. Und diese Nichtdiskriminierung, das findet sie ja genauso auch in der Europäischen Verfassung, was dann die Folge hat, dass man auch Sünde nicht mehr Sünde nennen darf und falsche Religion nicht mehr falsche Religion, weil man ja diskriminieren könnte. Natürlich hat sich mit dieser Formulierung Rom in eine gewisse Gratwanderung gebracht, weil sicherlich sie auch gegen manches sich noch abgrenzen. Aber andererseits ist die Unklarheit schon in den eigenen Papieren verankert. Auch in diesem Punkt. Und dann allerdings, und das macht uns jetzt hellhörig, wir kommen jetzt wieder zum Evangelisationsprogramm mit Evangelikalen und anderen zusammen. Rom betont seinen einzigartigen Beitrag, den Rom als Weltkirche für die europäische und weltweite und religiöse Einigung liefern kann. So wird gesagt, dass die katholische Kirche ein Modell wesenhafter Einheit in der Verschiedenheit der kulturellen Ausdrucksformen darstellt, dadurch, dass es eine Weltkirche ist, so in Abschnitt 116 von Ecclesia in Europa 2003 nachzulesen. Und im Umkehrschluss wird so dann gefolgert, und das ist besonders aufschlussreich, dass die europäische Einheit als zwingende Konsequenz auch die Einheit der Christen zur Folge haben müsse. So rum. Die europäische Einheit erfordert auch die Einheit der Christen. Wörtlich, wer es nicht glauben sollte, Abschnitt 118. Europa, das dabei ist, sich als Union aufzubauen, drängt auch die Christen zur Einheit, damit sie wahre Zeugen der Hoffnung seien. Immer schöne Worte, ja? Und dann heißt noch, können wir es etwa zulassen, dass in dem Europa, das sich auf dem Weg zur politischen Einheit befindet, gerade die Kirche Christi ein Faktor der Entzweiung und Uneinigkeit ist? Wäre das nicht einer der größten Skandale unserer Zeit? Zitat Ende. Das geht aber noch weiter. Jetzt kommt ein Gebet zu Europa. Das möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Der Papst ruft Europa an und sagt, Europa, dass du am Beginn des dritten Jahrtausends stehst, kehre du selbst um, sei du selbst, entdecke wieder deine Ursprünge, belebe deine Wurzeln, fürchte dich nicht,
das Evangelium ist nicht gegen dich, sondern es ist auf deiner Seite. Merken wir was, wie sich Offenbarung 17 und 18 erfüllt? Es wird auch dann gesprochen, das ist Abschnitt 121, vom Europa des Geistes, wörtlich heißt es, die Prophezeiung einer neuen Welt, Hinweis auf einen Neuanfang, Einladung an alle Glaubende und Nichtglaubende, neue Wege einzuschlagen, die in das Europa des Geistes einmünden, um aus ihm ein wirkliches gemeinsames Haus zu machen, in dem Lebensfreude herrscht. Zitat Ende. Johannes Paul II. Und dann noch eine Steigerung. Gibt es jetzt noch eine Steigerung? Ja, natürlich. Wer ist denn die Schutzherrin Europas? Maria. Es endet mit der vertrauensvollen Übergabe des Kontinents Europa an Maria. Die ganze Kirche blickt auf Maria. Und dann die Bitte an Maria, Abschnitt 125, an sie, die Mutter der Hoffnung und des Trostes, richten wir voll Zuversicht unsere Bitte. Mache uns zu leidenschaftlichen Baumeistern einer gerechteren Welt. Man hört hier wieder das freimaurische Vokabular. Wache über alle Christen, sie mögen zuversichtlich auf dem Weg der Einheit voranschreiten. Wache über die Verantwortlichen der Nationen, sie mögen sich zum Aufbau eines gemeinsamen Hauses verpflichten. Zitat Ende. Alles aus Ecclesia in Europa, nachsynodales apostolisches Schreiben des Heiligen Stuhls. Und wo wurde dann die Verfassung unterzeichnet? Am 29. Oktober 2004. Nirgends anders als auf dem Kapitol in Rom. Analog zu den römischen Verträgen aus den 50er Jahren. Auch die Europafahne gibt einen Hinweis auf den Einfluss der römisch-katholischen Kirche auf das vereinte Europa. 12 goldene fünfzackige Sterne auf blauem Grund. In der Internet-Enzyklopädie Wikipedia wird hierzu festgestellt, entwicklungsgeschichtlich geht die Europaflagge auf die Flagge der paneuropäischen Bewegung, Habsburger, zurück. Bei dieser entstammen die 12 Sterne plus Sonnenscheibe und Kreuz der Bibel. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen, Offenbarung 12, Vers 1. Zitat Ende. Das wird immer wieder als Mariensymbol verstanden. Ist es wirklich Maria, dieses Weib, dieses Sonnenweib? Nein, es ist Israel oder die Gemeinde, je nach Interpretation, aber nicht Maria. Das wird zum Beispiel daran deutlich, dass sich die katholische Lehre hier selber widerspricht, denn im darauffolgenden Vers 2 heißt es, dass dieses Weib große Geburtswehen hatte, ja, bei der Geburt. Das hätte sie allerdings nicht haben dürfen, wenn es die katholische Maria wäre. Warum nicht? Unbefleckte Empfängnis. Maria sündlos, wie kann sie dann unter dem Fluch des Sündenfalls mit Geburtswehen stehen, versteht ihr? Widersprüche in sich selber. Jedenfalls aber Maria, die Herrin Europas, so wird es behauptet und verkündet, auch von Otto von Habsburg, Paneuropa-Union, die sehr, sehr einflussreich ist bezüglich Europa. Es liegt auch hier eine Schrift aus, wo diese Zusammenhänge ausführlicher dargestellt sind, Europa, das wiedererstehende Römische Reich. Fragezeichen. Ich denke, das Fragezeichen können wir auch wegnehmen. Papst Pius XII. Hatte bereits 1941 den Appell ausgegeben, ein neues Europa und eine neue Welt aufzubauen. Der Papst. Und immer wieder haben Marienerscheinungen über ihre spiritistischen Medien dazu aufgerufen, Europa und die Welt zu vereinigen und diese dem Herzen Marias zu weihen. Elvira Maria Slade, selber bis vor kurzem Katholikin, hat in ihrem sehr ausführlichen, über 300 Seiten umfassenden Werk Maria nachgewiesen, dass es sich um spiritistische Phantome handelt. Maria, die unbekannten Seiten der Mutter Gottes. Du hast sicher auch davon einige Exemplare da. Es liegt also auch alles auf. Da ist es, wer es nicht glauben sollte, ausführlich belegt, alle Erscheinungen analysiert und die unbiblischen Visionen, Offenbarungen dargestellt. Es geht immer wieder zum Rosenkranz, zu dieser mystischen Versenkung. Die Frage stellt sich nun, und nun werden wir ein bisschen apokalyptisch, bestehen Zusammenhänge zwischen der Hure Babylon und Rom? Die Reformatoren, so möchte ich einmal sagen, haben das noch klar gesehen. Heute wird es überwiegend verdrängt und abgelehnt, auch von Evangelikalen. Nein, wir haben jetzt ja einen deutschen Papst, der ist ja so evangelisch. Aber warum verkündet er dann den Ablass? Warum
hält er 5 Tage vor dem Weltjugendtag in Köln eine Rede, wo er Maria Himmelfahrt ausführlich darstellt und sagt, Maria, hört uns, wir können zu ihr reden. Ist das alles evangelisch plötzlich? Machen wir uns doch da nichts vor. Zur Person des Antichristen gehört Babylon. Babylon ist das System, das mit dem Antichristen kooperiert. Die Hure Babylon ist die vom lebendigen Gott abgefallene religiöse Welt, die dem Antichristen huldigt. Die Stadt Babylon ist die wirtschaftliche und soziale Welt, in welcher der Handel und der Verkehr gemäß Offenbarung 18 stattfinden. Nun, Rom. Gibt es da Hinweise, dass das mit Rom etwas zu tun hat? Nun, wenn wir einmal lesen, daheim vielleicht anschließend, Offenbarung 17, 18, da kommen 7 Hügel vor. Das deutet auf Rom hin, bekanntlich, geografisch. Dann wird gesagt, dass das Scharlach, Purpur, wertvolle Stoffe eine große Rolle spielen für diese Hure Babylon oder Stadt Babylon auch. Und wenn wir einmal die Gewänder betrachten, der Kardinäle, diesen Purpur, diesen Scharlach, das erinnert uns doch. Und es steht auch, man verwundert sich einmal über diese Hure. Man wundert sich, warum? Wahrscheinlich, weil sie so religiös auftritt. Und vor allem, sie ist trunken vom Blut der Heiligen, Offenbarung 17, Vers 6. Das gilt für die römische Staatsmacht, Nero und andere blutrünstige Kaiser. Das gilt aber auch für die Inquisition. Für die Inquisition. Millionen Christen wurden hingemetzelt. Durch Rom als Staatsmacht oder als römische Inquisition. Und, ja, Hurerei heute auch durch die interreligiöse Ökumene Assisi, was ich schon erwähnt habe. Vermischung der Religionen, synkretistische Überhandnahme und das wird auch der jetzige Papst nicht mehr stoppen können oder wollen. Allerdings möchte ich davor warnen, diese Hure Babylon allein auf Rom zu beschränken. Ich schließe mich hier dem bekannten Bibellehrer René Pasch an in seinem Buch Die Wiederkunft Jesu Christi, der folgende bemerkenswerte Sätze darüber geschrieben hat. Er sagt, die Hure stellt nicht lediglich eine bestimmte Gruppe von Abgefallenen dar, sondern alle falsche Religion auf Erden. Alle falsche Religion. Es hat viele falsche Christen bei den Katholiken gegeben, aber ebenso bei den Protestanten, den Orthodoxen und anderswo. Geistlichen Ehebruch begehen alle, die ihr Herz teilen zwischen Gott und der Welt. Weltförmigkeit, auch in evangelikalen Kreisen heute. Geistlichen Ehebruch begehen alle, die bei einem strengen Dogma die Bekehrung ablehnen. Die Lehre kann vielleicht sehr streng sein, aber es wird keine Bekehrung des Sünders mehr, keine Buße mehr verkündigt. Alle, die vom Glauben an die Bibel abweichen, indem sie die Gottheit Jesu Christi und die Sühnekraft seines Blutes leugnen. Moderne Theologie wäre zu nennen und viele Sekten natürlich auch. Und alle, welche Andersgläubige verfolgen. Wir schlagen ja nicht mit Feuer und Schwert rein, sondern wir haben als Waffe allein das Wort Gottes. Dadurch wirkt der Geist Gottes. Und René Pasch bringt nun diesen bemerkenswerten, konzentrierten Satz. Die große Hure ist die abgefallene Kirche, die Jesu Christi Eigentum zu sein gelobte und jetzt mit der Welt Ehebruch treibt. Zitat Ende. Und das heißt auch mit allen Religionen und auch Irrlehren in anderen Konfessionen. Und das geht eben auch quer durch die Konfessionen hindurch. Und nun, ich habe glaube ich noch 5 Minuten, möchte ich in Stichworten nur noch sagen, Unterschied zwischen der Gemeinde des Herrn, auch als erbaulichen Abschlussteil, aber auch den Gegensatz dann zur abgefallenen Kirche oder Hure, wie es die Bibel auch nennt. Die Gemeinde unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi ist die Braut. Die Hure ist die von Gott abgefallene Kirche, die nichts mehr mit seiner Wahrheit zu tun hat. Ist das nicht auch in der EKD im Kirchentag heute weithin zu beobachten, warum auch immer mehr unabhängige Kirchen und Gemeinden entstehen, bekennende Kirchen und Freikirchen? Weiter, die Gemeinde ist Christus untertan, unter dem Herrn stehend. Die Hure aber sitzt auf dem Tier, auf dem antichristlichen Tier, Offenbarung 17, Vers 3. Die Gemeinde ist einmal das neue Jerusalem, die Hure das große Babylon. Die Gemeinde ist ein Organismus, etwas Lebendiges, durch Gottes Geist geprägt und durchatmet und belebt.
während Babylon etwas Konstruiertes ist, eine Weltorganisation, Welteinheitskirche, Welteinheitswirtschaft, Welteinheitspolitik, Welteinheitspolizei und Armee, all diese Dinge, die sich durch UNO und Vatikan vorbereiten. Also ein Organismus, die Gemeinde, eine Organisation, die Hure, und sie wird aufgebaut durch Druck, Zwang und falsche Religiosität und Verführung. Die Gemeinde ist arm, hat noch nicht einmal oft mehr eigene Versammlungsräume, versammelt sich in den Häusern hin und her. Die Hure schmückt sich mit kostbarsten Gewändern und Kunstschätzen und. Die Gemeinde geht hindurch durch irdische Niedrigkeit, Verachtung und Verfolgung zur himmlischen Herrlichkeit. Das dürfen wir wissen. Wenn es hier gering und niedrig ist, dort wird es einmal herrlich sein. Die Hure ist auf Geld und Macht aus. Geldgier, Machtgier, Einfluss. Noch fünf kurze Gegenüberstellungen. Die Gemeinde passt sich nicht dem Zeitgeist an, sondern sie ist Salz und Licht der Welt, so wie es Jesus in der Bergpredigt uns sagt. Die Hure, was tut sie? Sie stellt sich der Welt gleich, passt sich der Welt an. Sie vertauscht Gottes Geist mit dem Zeitgeist, auf allen Wellen und Strömungen mitschwimmen wollen. Besucherfreundliche Gottesdienste könnte man auch hier vielleicht erwähnen. Es muss alles dem Zeitgeschmack passen, auch die Musik und all diese Dinge. Und man merkt gar nicht, wenn man die Welt in die Gemeinde holt, dass die Gemeinde zur Welt wird. Die Gemeinde hält Jesus Christus als dem einzigen Herrn und Erlöser die Treue und lehnt jede Religionsvermischung ab. Die Hure betreibt Hurerei, das heißt, sie setzt heidnische Götzen mit dem Gott der Bibel gleich und vermischt die Religionen und Ideologien. Die Gemeinde setzt sich zusammen aus Gläubigen in verschiedenen Denominationen, die nur Gott wirklich kennt. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an. Die Hure bringt aber die wahrhaft Gläubigen zunehmend in Bedrängnis innerhalb ihrer Kirchen oder Gemeinden oder Pfarrgemeinden oder wo auch immer. Ich denke, viele unter uns haben das erlebt, schmerzlich erlebt in ihren Kirchen. Die Gemeinde, das ist nochmal ein ganz anderes Gebiet, was ich jetzt auch nur mit zwei Sätzen erwähnen kann. Die Gemeinde fällt nicht herein auf falsche Zeichen und Wunder. Stichwort charismatische Bewegungen. Sondern sie orientiert sich allein am Wort der Heiligen Schrift und an Jesu Wunden. Die Hure aber lenkt durch falsche Zeichen und Wunder von den rettenden Wunden unseres Herrn Jesus Christus ab. Die Wunder treten anstelle der Wunden. Eine Herrlichkeitstheologie tritt anstelle der Kreuzestheologie. Und man nimmt das himmlische Jerusalem schon vorweg und führt die Menschen dadurch letztendlich in die Depression, weil sich das nicht halten lässt. Und als letztes, damit schließe ich, die Gemeinde wartet auf Jesu Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels. Sie bereitet ihm den Weg, indem sie viele in seine Nachfolge ruft durch biblische Mission und Evangelisation, worüber wir heute Nachmittag hören werden. Die Hure aber bereitet dem Antichristen den Weg, der sie zunächst für sein religiöses Gaukelwerk missbraucht, um sie aber anschließend fallen zu lassen. Wahre und falsche Einheit, beides besteht nebeneinander. Die wahre Einheit ist die Einheit derer, die wirklich wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, die eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, die kein magisches Missverständnis haben, irgendwelche Dinge verehren, Sakramentalien oder Häuser weihen und ähnliche Dinge. Nein, die eine lebendige Vertrauensbeziehung haben zu Jesus Christus, die wissen, meine Sünden sind vergeben am Kreuz auf Golgatha. Wenn wir so glauben, dann sind wir schon eins, dann sind wir Kinder des Höchsten und dann dürfen wir einmal ihn schauen von Angesicht zu Angesicht, wie er ist in seiner ganzen Majestät. Möge der Herr uns gnädig sein, dass wir treu den schmalen Weg mit ihm weitergehen und möge uns an seiner Hand bewahren. Amen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Und wer kann auch dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, der allmächtiger Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir orientiert sind über das, was geschieht und was noch kommen wird. Herr, und du möchtest uns warnen vor dieser Verführung
auch einer falschen Ökumene, einer falschen Verbrüderung. Wir haben mancherlei Namen genannt und gehört. Sprich zu jedem Einzelnen, auch der Erwähnten, dass sie noch umkehren von diesen Irrwegen, Herr, und gerettet werden. Und bewahre auch uns, Herr, dass wir nicht abweichen, weder zur Rechten noch zur Linken, vom schmalen Weg, den du uns geebnet hast durch deinen Tod am Kreuz auf Golgatha. Herr, schenk noch Erweckung, auch in unserer Gegend, in unserem Land. Mach uns dazu bereit, auch unseren Nächsten von dir weiterzusagen. Und segne uns jetzt auch an diesem Tag. Schenk gesegnete Gemeinschaft, gute Gespräche. Sei du einfach gegenwärtig, auch hier in der Gemeinde. Dir sei Lob und Ehre gebracht. Amen.